Hier zeige ich dir jetzt aktuell, wie wir bei Instagram interagieren mit einem Beitrag. Und zwar hat hier die Annie geschrieben über das neue Update, so neu ist es jetzt nicht mehr, mit dem Haken. Also sie hat jetzt hier eine Bildergalerie gemacht, unten einen schönen Text. Ich gehe jetzt nochmal nach oben. Und dann lesen wir uns den ja durch. Hier um den Haken geht es und dass sie darauf aufmerksam macht, wie der Instagram-Algorithmus zurzeit tickt. Und dann swipet man ja hier so durch. Und wenn du jetzt der Meinung bist, finde ich super, das möchte ich gerne teilen oder in meiner Story teilen oder jemand anderem senden, dann ist es ja so, ich swipe nochmal eben zurück. So, jetzt sind wir am Anfang. Ich mache es immer so, also Beiträge, die mir gefallen, kriegen generell ein Herzchen. Dann habe ich auf die Blase gedrückt. Ich habe auch einen Kommentar geschrieben. Hier bin ich, sehr guter Inhalt. Und als nächstes bin ich auf den Fall, habe ich den Fall geklickt und habe hier auf Yummy Mami gedrückt und habe ihr diesen Beitrag auch gesendet mit einer kleinen Nachricht von mir. Somit habe ich auch mit diesem Beitrag interagiert von der Annie und der Algorithmus bei Instagram denkt sich jetzt, boah, wow, super. Der scheint ja sehr interessant zu sein, dieser Beitrag. Und du siehst auch, hier unter diesem Bild, 20.782 weiteren Personen hat dieser Beitrag schon gefallen. Also ich habe jetzt ein Herzchen gegeben, erste Interaktion. Ich habe einen Kommentar geschrieben, zweite Interaktion mit diesem Beitrag. Ich habe jemanden angeschrieben und diesen Beitrag weitergeleitet, dritte Interaktion. Und jetzt gehe ich noch hin und sage, Beitrag in deiner Story posten, das mache ich jetzt. Und hier mache ich noch einen Hashtag. Lernen, fertig. Und dann mache ich noch einen Hashtag dazu. Instagram. Daily, dann mache ich noch meinen Ort immer. So, und dann sage ich ab. Ich schreibe noch was. Schreibe ich noch sehr guter Inhalt, weil sie es wirklich gut erklärt. Nee, falsch, wo ist der Fall? Hier. Klack, fertig und dann poste ich den in meine Story. Das war's, was ich euch gerne zeigen wollte.